Hey, Karl! Ups, sorry, Karl. Hört sich an, als gäbe es Probleme. Das schaust du dir besser an. Sieht aus, als hätten die Kinder eine Geburtstagsparty. Oh nein, die Girlande hat Feuer gefangen. Die Kinder sind gefangen. Also gut, lass sie uns retten. Aha. Hey, Kinder! Supertruck ist hier, um euch zu retten! Stimmt, du musst das schnell in Ordnung bringen. Super Idee. Ein Feuerwehrauto kann die Kinder retten. Der kleine Spider-Man ist euch zur Hilfe geeilt. Ja, die Kinder sind gerettet. Jetzt musst du dich in Sicherheit bringen, kleiner Spider-Man. Oh nein, als du nicht aufgepasst hast, hat sich das Feuer ausgebreitet. Supertruck, schnell! Der ST-3000, natürlich! Jetzt hat es mehr Power. Supertruck, ich glaube, du kannst jetzt aufhören. Stimmt, Supertruck. Das ist ein viel besserer Platz für eine Superheldenparty. Hey Kinder, wer ist euer Lieblings-Superheld? Supertruck? Das ist süß. Hi,
Hey Jungs, macht ihr eine Geburtstagskarte für Bobbys Überraschungsparty? Hey. Oh, jemand braucht deine Hilfe. Du fährst besser gleich nach Hause. Es ist Massimo. Jeder ist direkt zu Billys Überraschungsparty gekommen. Er ist auf dem Weg nach Hause. Kannst du die Karte und das Geschenk bringen, Karl? Beeil dich, wir wollen die Überraschung nicht verderben. Wow, hier ist aber viel los. Da liegt das Problem. Die Ampel funktioniert nicht. Vielleicht braucht es eine Verwandlung, Supertruck. Lasst uns Bobbys Geburtstagskarte holen. Bobbys Party fängt früher an, Tim. Superzug wird die Karte bringen und ein Ticket für eine Ballonfahrt abholen. Die Schienen hören hier auf? Beeil dich, Superhelikopter! Hol das Ticket! Schnell zum Strand! Schnell, Leute, unterschreibt die Karte! Oh nein! Superhelikopter, unternimm etwas! Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Bobby! Danke, dass du den Tag gerettet hast, Supertruck. Bobby hat eine tolle Party. Genieß deinen Cupcake. Hallo, Supertruck. Was machst du auf der Baustelle? Ich verstehe. Das Team ist beschäftigt und du gehst ihnen zur Hand.
Oh nein, das ist ein Erdbeben. Dane, das Zementbecken ist hinter dir. Sunny, die Rohre fallen auf dich. Du steckst fest, Supertruck. Es ist Zeit, sich zu verwandeln. Superbohrer, lass uns damit beginnen, diese Ziegelsteine loszuwerden. Gute Arbeit, Supertruck. Jetzt bist du frei und kannst deinen Freunden helfen. Fangen wir mit Baby Sunny an. Sunny ist eingeklemmt zwischen den Rohren und der Wand. Keine Sorge, Sunny. Supertruck wird dich herausholen. Was ist los, Supertruck? Kann dein Bohrer diese Metallbohre nicht durchbohren? Was wirst du jetzt tun? Willst du ein Loch in die Wand graben? Sunny, du kannst jetzt durch das Loch gehen. Alles klar. Zeit, Dane aus dem Zement zu holen. Dane steckt im Zement fest. Der Zement ist trocken und Dane kann sich nicht bewegen. Irgendeine Idee, wie wir ihn befreien können? Willst du den Zement mit deinem Bohrer aufbrechen? Dane, kannst du dich bewegen? Super, jetzt bist auch du frei, Dane. Nur Billy ist noch übrig, aber wie willst du ihn da oben erreichen? Zeit für eine weitere Verwandlung, Supertruck. Ein Hubschrauber. Du kannst Billy schnell erreichen. Billy hat einen platten Reifen. Es klappt. Oh nein, das Dach wird einstürzen. Du musst einen Weg finden, um Billy herunterzuholen. Auf der Rampe liegen Trümmer. Es gibt keine Möglichkeit, ihn rechtzeitig zu entfernen. Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Der Fallschirm bringt dich sicher auf den Boden. Oh nein, Billy hat Höhenangst. Auf dem Dach zu bleiben ist gefährlich, Billy. Oh nein, das Dach stürzt ein. Bist du okay, Billy? Es war eine sichere Landung. Zeit, die Unordnung zu beseitigen. Tolle Teamarbeit, Leute. Es ist Winter in Car City. Jeder hat Spaß im Schnee. Was war das? Oh nein! Krokomeile hat ein neues böses Spielzeug! Es ist wieder einmal Zeit, die Stadt zu retten, Supertruck! Sieht aus, als würde es den Kindern sogar Spaß machen.
Krokomile friert immer noch Dinge in der ganzen Stadt ein. Finde ihn, Supertruck. Oh nein, nicht Gary's Pancake-Maschine. Oh nein, dein Rad ist eingefroren. Schnell, Supertruck, du musst dich nochmal verwandeln. Aha. Gut gemacht, Supertruck. Jetzt hilft Carrie. Bist du okay, Supertruck? Hey. Ups. Juhu. Juhu. Yeah. Yay! Bohr drauf los, Supertruck! Oh nein! Der Tunnel ist eingestürzt! Kommt ein Bohrer da durch? Gut gemacht! Da ist Krokomile stehen geblieben. Wow, jetzt hast du auch einen Gefrierstrahl. Oh, jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Zeit für ein bisschen von deiner eigenen Medizin, Krokomile. Es ist nett von dir, dass du trotzdem mit Krokomile spielst. Lecker. Ben braucht deine Hilfe, ST. Jemand hat seine Tomaten gestohlen. Mathilda, suchst du nach Hinweisen, wer der Tomatendieb sein könnte? ST sucht auf der einen und du auf der anderen Seite. Sind das Tomatenflecken, die von der Farm wegführen? ST, Zeit sich zu verwandeln und den Hinweisen zu folgen. Die Hinweise geben euch eine Spur, der ihr folgen könnt. Mathilda, hast du etwas gesehen? Oh nein, ST. Die Hinweise haben direkt zu deinem Haus geführt. Krokomile, hilfst du wirklich, ST, seine Pflanzen zu gießen? ST, ich glaube, Kroko hat was geplant. Oh nein, das sind Tomatenflecken.
Estelle, das sind die fehlenden Tomatenkisten von Bens Farm. Estelle, ich glaube, Kroko hat dich reingelegt. Oh nein, Estelle, die Flecken haben die gleiche Farbe wie der Erdbeer-Cupcake-Fleck auf deiner Wange. Mathilda, denk, du warst es. Entschuldige, Estelle, du wurdest fälschlicherweise beschuldigt. Du musst dir Kroko schnappen. Ich weiß, du findest einen Weg, deine Unschuld zu beweisen. Warum verwandelst du dich nicht und brichst aus dem Gefängnis aus? Aha. Cooler Bohrer-Truck. Jetzt kannst du dir deinen Weg rausbohren. Jetzt finde Kroko. Warum fängst du nicht bei dir im Haus an, wo der Hinweis war? Hört sich an wie das Gerumpel von Holzkisten. Und es kommt von hinter deinem Haus. Schnell, Estelle, hol den ST-3000, bevor er abhaut. Gute Wahl, Estelle. Der Schleimkanone entkommt man nicht. Estelle, du hast ihn verfehlt. Er entkommt. Du schaffst das, ST! Halt! Mathilda, Ben! ST hat den Warendieb gefangen! Da ist er! ST wurde von Kroko reingelegt! Kroko sieht aus, als hätte dein Treiben endlich ein Ende! Und Ben, du kannst deine Tomaten wieder haben! Jetzt bist du endlich da, wo du hingehörst, Kroko! Entschuldige den Fehler, ST. Aber klasse, wie du den echten Dieb gefangen hast. Wow, Kinder. Ihr habt einen so schönen neuen Ball. Chili, schau dir diesen großartigen neuen Ball an. Chili, willst du nicht mit Sunny und Barry spielen? Das sieht lecker aus, ST. Chili ist am Strand und ganz traurig. Er braucht dich, um ihn wieder glücklich zu machen. Was ist los, kleiner Chili? Geht's dir nicht gut? Lasst uns Verstecken spielen. Wir drehen uns um und du, Chili, versteckst dich. Und wir suchen dann nach dir, nachdem wir bis drei gezählt haben, okay? Eins, zwei, drei. Versteckt oder nicht, wir kommen! Chili ist heute wirklich schlecht drauf. Ich frage mich, was ihn zum Lachen bringen könnte. Warum kitzelst du nicht die anderen Kinder? Vielleicht bringt ihn das zum Lachen. Estelle, warum verwandelst du dich nicht, um Chili zum Lachen zu bringen? Führt der Zaubertruck ein paar Zaubertricks vor? Chili, ist das nicht das schönste und bunteste Lego-Auto, das du je gesehen hast? Chili, möchtest du nicht vielleicht einen von denen? Versuch's noch einmal, Estelle. Oh nein, Chili ist immer noch schlecht gelaunt. Das funktioniert nicht, ST.
Warum verwandelst du dich nicht nochmal? Wow! Spider-Truck sorgt bei Chili bestimmt für bessere Laune. Sieh nur, Chili, sind diese Spinnennetze nicht super? Mach weiter, ST! Es funktioniert endlich! Du kannst aufhören, ST. Chili lächelt wegen Chat, nicht wegen dir. Sorry. Chili, bist du hungrig? ST, benutzt den ST-3000, um Chili etwas zu essen zu holen. Wofür benutzt du den Helikoptergreifarm? Oh, der Helikoptergreifarm holt den restlichen Kuchen, den ST am Diner gelassen hat. Chili, fühlst du dich jetzt glücklich und fröhlich, nachdem du den Kuchen gegessen hast? Chili, hast du jetzt Lust, mit dem neuen Ball zu spielen? Danke, ST, dass du Chili wieder glücklich gemacht hast. Die Car-City-Ostereiersuche geht gleich los. Teilnehmer, denkt daran, dass wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Dr. Amber hier ist, um für die Sicherheit aller zu sorgen. Okay, Leute, macht euch bereit. Auf die Plätze. Fertig. Wartet, ich glaube, Krokomail will bei der Ostereiersuche mitmachen. Krokomail, warte, ich habe nicht losgesagt. Komm schon, Supertruck, du musst irgendwas unternehmen, sonst hast du das Nachsehen. Müllauto. Gute Wahl, Supertruck. Hey. Wo könnten die Ostereier sein? Wow. Jackpot! Wow, da sind Überraschungen drin. Du musst dich ranhalten, Kroko. Supertruck führt bei der Ostereiersuche. Hey, Kroko, du sollst die Ostereier suchen, nicht verteilen. Nein, Marley, das ist kein Ei von der Ostereiersuche. Oh nein, Marley ist in Schwierigkeiten. Jerry, stopp! Das sind falsche Eier! Das ist eine Katastrophe! Supertruck, fahr nicht näher ran! Oh nein, was machen wir jetzt nur? Warte, was ist das? Großartig, Amber kommt zur Hilfe! Gute Arbeit, Amber! Du hast Supertruck gerettet! Aber Krokomail hinterlässt immer noch falsche Eier in der ganzen Stadt. Ihr müsst ihn aufhalten, Leute. Gute Idee. Mit dem Mini-Truck könnt ihr rausfinden, ob das Ei gut ist oder nicht, ohne ein Risiko einzugehen. Amber, es sind immer noch ein paar Verletzte übrig. Denkst du, du kannst ihnen helfen? Dann los! Aha. Oh nein, die Batterie des Minitruck ist leer. Du bist wieder auf dich allein gestellt, Supertruck.
Schau, Super Truck, da ist ein goldenes Ei. Oh nein, Kroko hat es auch entdeckt. Du darfst Kroko das Ei nicht überlassen. Er hat es nicht verdient. Das sollte dir eine Lehre sein, du böser Kroko. Oh nein, das Ei wird auf dem Boden zerschellen. Amber, Jerry, passt auf! Wow, eine goldene Krone. Amber ist der Osterchampion. Du hast dich um alle gekümmert, also hast du den Sieg am meisten verdient. Frohe Ostern, Leute! Spielt ihr etwa Verstecken? Etwas stimmt nicht mit Amber. Wo sind die Babys hin? Oh nein! Nicht in die gruselige Höhle, Babys! Wow! Was ist das für ein Ort? Die Babys haben Angst. Sie wollen zurück. Oh nein! Die Babys brauchen Hilfe! Super Truck! Hier sind ein paar leere Süßigkeitenverpackungen. Scheint so, als wären sie dorthin gefahren. Oh nein! Die Felsen blockieren den Weg! Du musst dich wohl transformieren, Super Truck! Ein Bohrer-Truck ist genau das, was wir hier brauchen. Gut gemacht, Super Bohrer! Komm schon, du schaffst das! Nur noch ein bisschen mehr! Super gemacht, Super Bohrer! Der Eingang ist frei! Hast du dich verirrt, Super Truck? So ist es besser! Da sind die Babys! Wie gelangst du zu den Babys? Du bist immer noch nicht nah genug an den Babys! Pass auf, Super Truck! Das war knapp! Du musst dich in Sicherheit bringen! Der böse Krankenwagen hat die Babys gefunden! Oh nein, wie holst du sie da nur wieder raus? Du solltest das mit deinem Bohrer zerstören können! Jetzt kommt ihr durch, Babys! Keine Sorge, Babys! Ihr seid jetzt sicher! Hast du dich etwa schon wieder verirrt? Über euch! Schnell weg da! Wow! Gut gemacht, Super Truck! Aber ihr sitzt immer noch in der Höhle fest! Super Idee! Nutzt den ST-3000! Super! Benutze das Radar, um aus der Höhle zu gelangen! Da ist der Ausgang! Aber wer ist das? Oh nein! Der böse Krankenwagen wartet auf euch am Ausgang! Was wollt ihr jetzt nur machen? Und jetzt zurück zu Lilly mit euch, ihr kleinen Höhlenmonster! Babys, geht nicht mit Fremden mit. Lilly hat sich solche Sorgen gemacht. So, wer hat jetzt Lust auf noch eine Runde Verstecken? Wow, seht euch Jerry an! Ziemlich beeindruckend, oder Walter? Ok,
schon. Wow, wow. Yikes, das war knapp. Oh, oh, sieht aus, als bräuchtet ihr Hilfe. Lasst uns Supertruck zur Hilfe holen. Etwas stimmt nicht mit Jerry und Walter. Sie sehen nicht gut aus. Komm schnell. Da sind sie, Supertruck. Oh, Mann. Sieht aus, als bräuchten wir ein Fahrzeug, das sie gesund machen kann. Aha. Ein super Krankenwagen. Sehr cool. Warum benutzt du nicht deine Lichter, um Jerry und Walters Augen und Rachen zu checken? Weit aufmachen, Jerry. Nicht so gut, was? Was ist los, Walter? Keine Sorge. Supertruck will nur herausfinden, wie er dich wieder gesund machen kann. Richtig, Supertruck? Na also. Und jetzt A sagen. Hier auch? Und jetzt? Oh. Kappa. Ah, medizinische Masken. Gute Idee, Supertruck. Das verhindert, dass sich die Bakterien in Car City ausbreiten. Oh oh, die beiden sehen nicht gut aus, Supertruck. Oh nein, sie haben auch Fieber? Sieht aus, als müssten wir den ST-3000 für ein bisschen Extrahilfe benutzen. Keine Sorge, ihr zwei. Der Superkrankenwagen wird euch bald wieder ganz gesund machen. Ah ja! Auf niedriger Stufe wird der Gefrierstrahl sie abkühlen und das Fieber reduzieren. Genial! Aber vielleicht solltest du es vorher ausprobieren. Oh, das ist ein bisschen zu kalt. Du musst es auf jeden Fall runterdrehen, Supertruck. Viel besser. Okay, seid ihr bereit? Kein Grund, nervös zu sein. Supertruck wird sich gut um euch kümmern. Wow, seht euch das an. Klasse, Supertruck. Du hast das Fieber geheilt. Oh, oh, Supertruck hat recht, Jungs. Ihr fahrt besser nach Hause und ruht euch ein bisschen aus. Gute Besserung. Hey, sieht aus, als wärt ihr wieder gesund nach eurer Pause. Und Walter lernt wirklich schnell. Sieht aus, als hättest du wieder mal den Tag gerettet, Supertruck. Gut gemacht. Viel Spaß, Freunde. Bis später. Rekord aufgestellt? Irgendwas stimmt nicht am Spielplatz. Schauen wir uns das an.
Aha. Alles klar, es ist der erste Schultag. Ein Geist! Er jagt die Kinder! Du musst sie retten! Schon okay, du schaffst das, Karl! Ziemlich windig heute. Keine Sorge, Supertruck ist da. Da drüben ist ein Geist? Schon okay, Supertruck. Du kannst ihn davonjagen. Hol dich runter. Wie bekommst du den Kleinen nur da runter? Der ST-3000. Großartig. Okay, Kleiner. Du musst sehr vorsichtig sein. Pass auf, dass du nicht runter... Kleiner, was hast du nur gemacht? Oh, bitte. Du hattest Angst davor, in die Schule zu gehen? Deshalb hast du versucht, alle wegzujagen? Warte mal, du kennst doch nicht mal deine Lehrerin, oder? Bereit, Kinder? Das sieht nach Spaß aus. Geht's langsam an, Kinder. Crocomile, welchen Unfug hast du dieses Mal angestellt? Oh nein, du hast schon wieder Süßigkeiten gestohlen. Zum Glück ist Supertruck hier, um dich aufzuhalten, Dieb. Die Ampel ist rot. Du musst anhalten. Du musst anhalten, Crocomile. Da passiert gleich ein Unfall, Supertruck. Zeit zum Transformieren. Frank, geh zurück. Geht es dir gut? Du musst ihn aufhalten, Supertruck.
Lass uns Krokomile aufhalten, bevor er jemandem wehtut. Gary, Krokomile fährt außer Kontrolle. Pass lieber auf. Das muss Krokomile sein. Supertruck, Krokomile ist noch benommen von dem Unfall. Krokomile, halt an! Du bist jetzt in Sicherheit, Gary. Mach dir keine Sorgen. Supertruck wird Krokomile davon abhalten, mehr Chaos zu verursachen. Vergesst nicht, nach links und rechts zu schauen, Babys. Jetzt könnt ihr die Straße überqueren. Geht zurück, Babys. Kroko ist außer Kontrolle. Supertruck, die Babys sind in Gefahr. Supertruck ist hier, um euch zu beschützen, Babys. Ihr seid jetzt in Sicherheit, Babys. Bringen wir euch auf die andere Seite der Straße. Seid vorsichtig, Babys. Supertruck hat noch einen Dieb zu fangen. Bleibt dran, Supertruck. Oh nein, Krokomile fährt auf den Kanal zu. Du wirst dich noch verletzen. Krokomile ist bewusstlos. Er kann dich nicht hören. Du musst eingreifen, Supertruck. Das war knapp. In diesem Zustand kannst du nicht fahren, Krokomile. Das muss aufhören. Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Das Abschleppseil bringt Krokomile wieder auf die Spur. Oh nein, du verlierst schon wieder die Kontrolle. Supertruck! Du solltest die Autos vor der Gefahr warnen. Das klappt schon. Krokomile fährt auf eine Sackgasse zu. Du bist in Sicherheit, Krokomile. Lass uns dich medizinisch versorgen. Jetzt, wo es dir wieder gut geht, musst du das Chaos beseitigen, das du verursacht hast. Diesmal hat Krokomile seine Lektion gelernt. Hallo, Supertruck. Oh, was für ein kalter Wintertag. Ist das ein Küken? Die Küken müssen sich verlaufen haben. Sie denken, du bist ihre Mutter. Sieht aus, als wollten die Küken, dass du ihnen folgst. Oh nein, da kommt ein Zug. Die Küken sind in Gefahr. Es ist Troy und er scheint außer Kontrolle zu sein. Supertruck, hol die Küken von den Gleisen. Das funktioniert nicht. Die Küken denken, du spielst mit ihnen. Supertruck, Zeit, sich zu verwandeln. Lasst uns fliegen! Puh, gerade noch rechtzeitig. Jetzt seid ihr in Sicherheit, kleine Küken. Jenny versucht euch zu helfen. Troy versucht, seine Bremsen zu benutzen. Aber die Gleise sind vereist. Er kann nicht anhalten. Pass du auf die kleinen Küken auf, Jenny. Supertruck, du musst einen Zug erwischen. Edna, du solltest aufpassen, wenn du die Straße überquerst. Bleib weg von den Gleisen. Troy, der Zug ist außer Kontrolle. Da ist er. Du bist in großer Gefahr, Edna. Supertruck, Edna merkt nicht, dass Troy direkt auf sie zukommt. Troy ist zu schnell. Du wirst nicht rechtzeitig bei Edna sein. Es ist Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Großartig! Die Turbodüse wird dich schneller als Troy machen.
Gute Arbeit, Supertruck. Phew, Edna ist in Sicherheit. Pass besser auf, wenn du auf der Straße unterwegs bist. Troy, du musst anhalten. Troy kann seine Bremsen nicht benutzen. Was wirst du tun? Troy muss aufgehalten werden, bevor er jemanden verletzt. Zeit für eine neue Transformation. Superzug, benutzt deine ganze Kraft, um Troy aufzuhalten. Troy ist zu schnell. Du brauchst mehr Power, um ihn aufzuhalten. Oh nein, ihr fahrt auf eine Sackgasse zu. Supertruck, komm schon, du schaffst das. Weiter so, Supertruck. Das war knapp. Troy, du wurdest von Supertruck gerettet. Troy, Amber wird dich behandeln. Springt rein, kleine Küken. Supertruck wird euch zu eurer Mama bringen. Was für ein spannender Ort. Diese Dinos sehen ein wenig gruselig aus. Vielleicht ist es Zeit zum Gehen. Oh nein, die Dinosaurier wachen wieder zum Leben. Vorsichtig! Ihr verschwindet besser von da. Hilfe! Die Dinos stürmen die Stadt! Sie verursachen überall Chaos! Supertruck, du transformierst dich besser schnell! Polizeiauto auf zur Rettung! Schau mal hier, Dino! Pass auf! Du musst sie aus der Stadt bekommen! Schnell, Supertruck! Du machst ihn ganz schwindelig! Geschafft! Zwei Dinos noch! Frank! Wir brauchen deine Hilfe. Toll gemacht. Vorsichtig, Frank. Vielleicht bringt ihn das zum Gehen. Oh nein, es funktioniert nicht. Du musst ihn aufhalten. Was wirst du tun? Gut mitgedacht, Frank. Nur noch ein Dino. Hör auf, Dino! Pass auf, Frank! Oh nein! Frank, geht es dir gut? Supertruck, Hilfe! Zeit zu gehen, Dino! Oh nein! Was wirst du jetzt tun? Ja! Lass uns den ST-3000 benutzen! Diese Lautsprecheranlage wird es Ihnen zeigen. Und los! Du brauchst dafür mehr Kraft, Supertruck!
Geh nach Hause, Dino! Es funktioniert! Mach weiter so! Er geht! Lass sie uns aus der Stadt schaffen! Bis dann, Dinos! Danke, Rettungsteam! Ihr habt die Stadt gerettet! Hi, Jungs! Coole farbige Radkappen habt ihr da! Albert ihr rum und tut so, als wärt ihr Models? Oh oh, hört sich an, als bräuchte jemand deine Hilfe, Karl. Du fährst besser gleich nach Hause. Oh nein, ein Verkehrsunfall. Eine Straßenlampe blockiert die Kreuzung. Da ist Amber. Sie sieht besorgt aus. Was ist mit dem Auto los? Es sieht nicht gut aus. Er überhitzt. Und dann noch eins. Sie brauchen sofort deine Hilfe, Karl. Beeil dich! Schau dir den Stau an. Geht bitte aus dem Weg. Das ist ein Notfall. Versuch's an der Seite, Supertruck. Versuch die andere Seite. Pass auf. Phew. Das war knapp. Es muss noch einen anderen Weg geben, Supertruck. Wow, ein Superzug! Keine Sorge, Mathilda. Superzug wird die Straßenlampe beiseite räumen. Versuch's nochmal, Superzug. Es scheint in den Schienen festzustecken. Beeil dich, Superzug! Du hast es geschafft! Was ist los, Superzug? Sie überhitzen alle! Amber braucht Hilfe, um sie abzukühlen. Kannst du den ST-3000 benutzen, Superzug? Klasse Idee, Superzug. Ein riesiger Wassersprinkler kühlt alle ab.
Es funktioniert! Du hast es geschafft, Superzug! Danke für die Hilfe! Mathilda übernimmt ab hier! Die sind perfekt als Dankeschön für deine Hilfe heute, Supertruck! Hab Spaß damit! Oh-oh! Karl! Nun, die Maschine ist repariert. Es ist das Signal. Jemand braucht Supertruck. Los geht's! Karl, wir brauchen deine Hilfe. Gary wollte den Kindern etwas über Recycling beibringen. Die Kinder haben eine riesen Unordnung mit dem Müll gemacht, den Gary eigentlich als Beispiel nutzen wollte. Du musst Gary helfen. Kinder, was macht ihr da? Gary will euch etwas sehr Wichtiges beibringen. Ihr solltet ihm zuhören. So ist es viel besser. Jetzt müssen wir diese Unordnung aufräumen. Es ist Zeit für eine Transformation. Wow, du bist ein super Müllwagen. Großartig. Lass uns den Kindern zeigen, wie man den Müll anständig trennt. Metall, wie zum Beispiel Dosen, kommen in den Metallcontainer. Plastik, wie zum Beispiel diese Milchshakes, kommen in den Plastikmüll. Auch mit aufräumen? Okay, fangt an, den Müll zu sammeln. Aufpassen, Kleiner, das ist Plastik, kein Metall. Siehst du? Oh nein, der Kleine ist ganz schön frech. Supertruck, du musst ihn aufhalten. Das funktioniert nicht, Supertruck. Du musst deinen ST-3000 benutzen. Habe ich dich? Dann lass uns diesen Mülleimer mal ausleeren. Was meinst du? Da ist unser kleiner Biomüll, was? Fühlt sich an wie eine Achterbahn, ha? Noch eine Bananenüberraschung. Recycling geschafft. Gut gemacht, Kinder. Gary und Supertruck sind stolz auf euch. Bis zum nächsten Mal.